Im Jahr 2019 gab es in Hessen so viele Autos wie noch nie. Und konstant steigt die Zahl jedes Jahr um 1%. Der Anteil an Menschen, die zur Arbeit pendeln, in der Regel, weil sie pendeln müssen, steigt auch ständig an. Im Jahr 2000 waren das 53% der Menschen, die arbeiten, im Jahr 2015 schon 60%. 10 Quadratmeter stehen in Städten durchschnittlich fürs Auto bereit, 0,6 Quadratmeter Spielflächen für Kinder. Die ist übrigens interessant gesunken, 2008 waren das noch 0,8 Quadratmeter, also ein Viertel haben wir verloren in nur 10 Jahren. 2018 starben in Deutschland 3.265 Menschen im Straßenverkehr, 2,7% mehr als im Jahr davor. Im August 2019 war der erste Monat, in dem die SUVs die am meisten zugelassene PKW-Klasse waren und seitdem steigt das dramatisch schnell an. Würde man auf Elektromobilität umsteigen, würden die Autos im Moment exakt die Menge an Strom verbrauchen, die momentan regenerativ hergestellt wird. Das heißt, für unsere Glühbirnen und Kühlschränke oder sowas wäre kein einziges Fitzelchen regenerative Energie mehr da. Das zeigt relativ dramatisch, dass wir extrem weit entfernt davon sind, auch nur irgendwo in der Verkehrswende irgendeinen Dreh hinzukriegen, der uns rausführt aus dem Drama von Flächenverbrauch, von Lärmbelästigung, von Klimawandel, CO2-Ausstoß und so weiter und so fort. Und dabei brauchen wir richtig viel. Viele von euch werden das sicherlich mitgekriegt haben, dass wir seit Monaten hier in der Stadt kämpfen für eine Verkehrswende, die deutlich mehr ist als irgend so ein Kleinscheiß, dass hier mal ein Bus etwas mehr fährt oder da mal der Takt verdichtet wird. All das wird nicht reichen, um Menschen wegzubringen. Wir kennen das aus etlichen anderen Städten. Es gibt zum Glück einige Städte auf der Welt, die an einzelnen Stellen Dinge verändert haben mit erheblicher Wirkung. Und was wir fordern ist, dass alle diese Dinge in Gießen, genauso wie in anderen Städten, kombiniert werden, weil du dann locker eine Verschiebung von 80-90% hinkriegst. Um die mal kurz aufzuzählen, bis zu 60% schaffen Städte zu verschieben auf Fahrräder. Und zwar dann, wenn wir ein richtig gutes Netz haben von Fahrradstraßen. Das ist der Kern des Ganzen. Echte Fahrradstraßen. Nicht dieser Müll, den es fast überall in Deutschland gibt. Da gibt es in manchen Städten Fahrradstraßen. Heute komme ich gerade aus Kassel, da haben wir gestern eine Veranstaltung dazu gemacht. Da gibt es etliche Fahrradstraßen und alle haben dieses bescheuerte Schild Kfz frei. Also, dass Autos weiterhin fahren dürfen, ich verstehe das gar nicht, weil die haben ganz normale Schrauben, warum die da immer hängen bleiben, aber ist eine andere Frage. Auch in Gießen sind jetzt Fahrradstraßen geplant, nicht aus Überzeugung, sondern aufgrund unseres Druckes. Und wir werden den Druck weitermachen müssen, damit es ein ganzes Fahrradstraßennetz wird und diese Schilder da nicht hinkommen, weil geplant sind die. Und rundherum brauchen wir vieles weitere, bessere Abstellanlagen, Lastenradverleih, all dieser Kram. Und dann steigen Menschen um, wie von selbst. Das kennen wir aus den anderen Städten. Zweitens, wir brauchen einen viel besseren ÖPNV. Und wenn wir wollen, dass viele Menschen vom Auto umsteigen auf die Busse, dann halten die Busse hier in Gießen das nicht aus. Das Bussystem ist jetzt schon am Anschlag. Und Busse können nicht viele Menschen transportieren. Und außerdem brauchen sie riesige Asphaltflächen, breite Straßen, riesige Wendekreise. Wenn wir die Innenstadt asphaltfrei machen wollen, müssen wir umsteigen von Bussen auf das Verkehrssystem, was am meisten Menschen transportieren kann, was jetzt schon Elektromobilität ist und was sehr fußgängerinnenkompatibel ist, nämlich ein schönes Straßenbahnsystem für Gießen. Und der technische Stand der Dinge, da viele Leute hier reinpendeln, ist, das zu kombinieren zu einer Regiotram, das heißt am Stadtrand machen die keine Schleife und fahren zurück, sondern koppeln auf die Bahnlinien ein und schließen auch noch die umgebenden Orte an, damit du aus Grünberg oder aus Lanau oder woher auch immer bis direkt hier zum Marktplatz fahren kannst, umsteigefrei. Und damit das massenmäßig auch Menschen machen, da reicht es nämlich nicht, wie bei Fahrradstraße, dass wir ein gutes Angebot haben, fordern wir, dass alle Menschen gleichmäßig fahren können. Und das schaffst du nur dann, wenn es nichts mehr kostet. Null Tarif für alle in Gießen. Wir wollen nicht nur eine ökologische, sondern auch eine sozial gerechte Mobilität. Applaus
Dritte Forderung, viel bessere Verbindungen für Fußgänger, inklusive derer, die da immer mit eingerechnet sind, obwohl sie eigentlich auch mit Rädern fahren, nämlich den Leuten, die Rollatoren und Rollstühle haben. Barrierefreiheit auf allen Wegen, viel bessere Ampelschaltung für Fußgängerinnen und die Ausdehnung der Fußgängerinnenzone mindestens von hier bis zum Bahnhof. Alles innerhalb des Anlagenrings, bitte autofrei. Und diese autofreien Zonen brauchen wir auch, um alle weiteren sensiblen Bereiche, Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, ihr kennt das wahrscheinlich selber, vielleicht beteiligt ihr euch das aus der Not heraus auch jeden Morgen, da fahren dann die Leute ihre Kids zum Kindergarten, diese ganzen Elterntaxi-Waren vor den Eingängen und du musst das auch machen, weil sonst fahren die anderen Eltern deine Kinder tot. Und damit das anders geht, brauchen wir autofreie Zonen, um alle diese sensiblen Bereiche, damit du da überhaupt wieder zu Fuß oder mit dem Fahrrad hingehen kannst. Und wer mit dem Auto unbedingt kommen will, soll die letzten 100 Meter zu Fuß gehen. Um jede sensible Zone eine autofreie Zone, bitte. Und das letzte, Verkehr einsparen. Aufhören mit diesem Wahnsinn, überall auf die grüne Wiese irgendwas zu bauen. Gießen, alle umgebenden Gemeinden planen weiter. Flächenverbrauch, neue Gewerbegebiete, Supermärkte auf der grünen Wiese. Damit wir weniger Wege zurücklegen müssen, müssen die Schulen, die Kulturzentren, die Läden, die Arztpraxen, alles wieder zurück in die Stadtteile, in die Dörfer und so weiter und so fort. Und wir sollten den Mut haben, auch zu fordern, dass das, was falsch ist und Verkehr erzeugt, auch einfach wieder abgerissen wird. Grüne Wiesen abreißen, vorhandene Verkehrstrassen, die wir nicht mehr brauchen, abreißen. Darunter will ich es einfach nicht mehr machen. Und ich würde mich freuen, wenn wir mit dem Schwung der vergangenen Monate das hier weiter durchsetzen und dass in der nächsten Versammlung uns ein CDU-Baudezernent nennt, weil er nicht mehr anders kann. Verkündet, dass sie die ersten Flächen da draußen wieder abreißen und dann in der Woche danach wieder die Junge Union sich meldet, weil sie nicht mehr anders kann, weil wir Druck machen, dass ihr das viel zu wenig ist, es soll noch mehr abgerissen werden. Das war ja bei den Fahrradstraßen ziemlich absurd, dass wir die Reihenfolge da haben. Und das ist unser Druck von der Straße, den brauchen wir überall. Verteilen wir Arschtritte, die brauchen das. Ja.